Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. User hat sich wieder gemeldet und hat eine ganz einfache Frage gestellt, die da lautete, warum benutze ich hier die Getreidefarm? Und den Kritikpunkt oder die Anmerkung, die User dabei hatte, ging halt in die Richtung, die Erträge wären hier nicht so üppig. Was dann natürlich bei mir zu der Frage geführt hat, woher weiß User das? Und da zeige ich euch mal was. Das ist wieder etwas, was ich übersehen habe. Natürlich, logischerweise. Wir haben hier diese schönen Farmländer. Ja, die können wir uns dann hier raussuchen. Aktuell haben wir davon 30 Stück, wie wir so gewohnt sind. Nahe einer Farm platzieren, damit Farmer die Felder bearbeiten. Der Landschaftstyp des Standorts beeinflusst, welche Pflanzen besser oder schlechter gedeihen. Ich glaube, den letzten Teil, den habe ich irgendwie überlesen oder nicht so richtig wahrgenommen. Wenn man jetzt hier drauf klickt, dann poppt da zwei Infofenster auf. Einmal dieses hier, das ihr seht, und dann hier unten, das seht ihr nicht. Aus dem Grunde mache ich mal kurz Folgendes. Einen Moment. Entschuldigung. Muss erstmal sein. So, hier, zack, gehen wir ganz kurz weg. Jetzt hat er da eine Standortinfo und da sieht man halt beispielsweise hier Terrainart, Grasland, Ertrag, Pflanzt. Ja, also einmal so die beiden Spalten dafür, diese kleine Tabelle. Ertrag am besten, gut, schlecht, sehr schlecht. Und dann sehen wir hier, am besten pflanzt man da halt an diesem Standort Kürbisse an. Schlecht ist es für Mais, Flachs, ich glaube, Kohl oder Grünkohl, irgendwie sowas in Richtung, das müsste Kohl sein. Ja, auch, man kann sogar mit der Maus drauf gehen. Guck mal, da wird sogar angezeigt, wie es heißt. Sehr schön. Und Weizen. Dass man nicht alles findet. Also hier Kürbis geht. Mais ist nicht so gut. Flachs ist nicht schlecht. Und Weizen ist auch schlecht. Cool. Ja, danke User für diesen Hinweis. Diesen mehr oder weniger. Es ist mal wieder so, wie es immer ist. Ich hab's einfach übersehen. Ich würde es persönlich aber auch begrüßen. Wir machen das einfach mal. Ich gehe auch mal hier so mit dem Feld hier so querbeet. Das ist ja hier alles schön grün. Für mich bedeutet grün eigentlich, ja, da kannst du dich austoben. Hier kann man irgendwie alles anpflanzen, aber dem ist halt nicht so. Und man sieht hier, Ertrag ist selten anders. Also hier ist jetzt ausnahmsweise mal der Kohl im Fokus für den am besten Ertrag. Kürbis ist schlecht und am schlechtesten ist der Rest. Also so ein bisschen tut sich da schon etwas. Was ist das? Ich glaube, Flachs, der jetzt da am besten wächst. Ja, man sieht schon, also je nach Geländeart ändert sich das. Kürbis ist aber meistens ganz weit vorne und die anderen sind häufig schlecht. Wobei sich jetzt mir mal die Frage stellt, so, ich komme mal ganz kurz hier raus, das machen wir weg. Dafür bin ich jetzt wieder da, hallo. Für mich jetzt hier die Frage stellt, wie schlecht ist schlecht? Wir haben ja, ne, ich habe ja hier im Zuge hier der ihr wisst es, ne, der verschiedenen Dinge, die man so zu bauen hat, habe ich mich natürlich an diese Anleitung, an diese Vorschläge gehalten und habe dann entsprechend auch die Getreidefarm gebaut, wenn sie denn verlangt wurde. Und wir hatten ja immer so ein bisschen Ertrag. Ja, also es war ja, jetzt hier sieht man hier, ne, hier wächst Weizen. Aber halt nicht so üppig wie, ist mal so der Rest. Ne? Also beispielsweise hier in dem Fall Kürbis oder so. Nun gut, Unmut. Ja, User, danke für diese Frage, für diesen Hinweis. Ich werde das natürlich jetzt in Zukunft im Auge behalten. Was ich gut finden würde, da mache ich das Ganze nochmal an. Moment, das war hier Nahrung, genau, Feld. Was ich gut finden würde, wäre, wenn ich jetzt hier dieses Feld bewege, beispielsweise so oberhalb dieses Feldes, die Informationen angezeigt würden, die man jetzt hier sieht. Ja, also dass man das hier abruft, natürlich entsprechend kleiner, ne? Klar, logisch, ne? Von der Schriftgröße her und von den Symbolen, ja gut, die Symbolgröße ist eigentlich in Ordnung, die kann so bleiben. Aber so insgesamt, wenn das alles jetzt sozusagen so kurz überhalb dieses Feldes angezeigt werden würde, wie denn da so die Zustände sind. Ne, so, also für die Anpflanzung und so. Das wäre sehr, sehr viel hilfreicher. Ne, also so Dinge hier, so dieser, so unten rechts oder links oder wo auch immer angezeigt werden. Die kann man sehen, ja, aber man kann sie auch sehr schnell übersehen. Und ich bin so ein Fan davon, Dinge zu übersehen.
Sorry. Ja, also ne, nochmal schöne Grüße an User. Ne, vielen, vielen lieben Dank. Immer wieder gern gesehen, wenn ich da entsprechende Hinweise, Tipps oder dergleichen bekomme. Die helfen mir natürlich entsprechend weiter. Logisch. So, insofern haltet euch da nicht zurück. Wer da immer irgendwie Anmerkungen zu hat, ne, und sagt ihr immer, NumDos, mach doch mal so, mach doch mal so. Oder warum machst du dieses oder jenes? Und gar kein Problem. Kann man immer wieder machen. So, wir haben nach wie vor dicke Probleme mit diversen Dieben, Banditen und irgendwelchen Schemen. Ich habe jetzt hier 4 von 10, was sind das? Waldläufer, genau, richtig. Das heißt, ich habe da schon ein paar Leutchen verloren, das ist nicht so gut. Und ich habe noch keine Soldaten, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass ich auch noch nicht die entsprechenden Möglichkeiten habe, welche zu rekrutieren oder dergleichen. Moment, oben liegt, da müssen wir jetzt mal schauen. Ich habe eine Waffenschmiede, die nichts zu tun hat. Oder nichts mehr zu tun hat. Warum ist das so? Wie sieht es denn hier aus mit Bronzeschwerter? Sind keine da? Ach ja, ja, ich habe hier noch gar kein, sag mal schnell, ich werde von Dieben angegriffen, das ist schlecht. Und dann auch noch hier in dieser Gegend, das ist noch schlechter. Man hat den Dieb da zwar zerlegt, aber trotzdem. Ich habe ja hier noch nicht die Möglichkeit, Eisen in großen Stil, glaube ich, großen Stil, abzuernten. Das ist, glaube ich, im Augenblick mein Problem. Wir haben nur Kupfer. Und dann Steinmetz? Nein, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Waffenschmiede. Lagerbestand, da ist noch nichts. Ich mache schon mal hier den hier. Ne? Gibt denen das schon mal Befehl? Der soll da Schwerter produzieren. Hier ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist alles ein bisschen sehr. Ach, das wäre wieder so ein Dieb, der hier rum existiert. So, wir brauchen Schwerter, wir brauchen alles. Wo ist die Holzwerkstatt? Verarbeitung. Ich glaube hier, ja. Werkzeugschmiede, Holzwerkstatt. Okay. Da ist er. Da werden noch Holzschilder produziert. Schneiderei macht gerade Pause. Okay. Leichte Rüstung. Ich mache hier mal noch mal so ein paar leichte Rüstungen. Und kann ich Leute rekrutieren. Achso, ja genau. Das war, glaube ich, eins der Dinge, die ich für diese Folge vorgesehen hatte. Wir brauchen Häuser. Ne? Ich glaube, ich habe nicht allzu viele Wohnhäuser. Das sind genau diese 4 oder eindeutig zu wenig. Da muss ich mich zuerst kümmern. Bevölkerung? Bevölkerung. Kleines Wohnhaus. Wo würde ich ein solches hinbekommen? Beispielsweise hier. Moment mal. Nee, war ich. Das habe ich mich wieder selber ausgetrickst. Damit ich groß bin, ihm selber austricksen. So, hier könnte man so ein Wohnhaus hinsetzen. Hier vielleicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wo kriege ich. Hier würde man auch coolerweise eins hinkriegen. Moment. So rum. Und da noch eins. Da haben wir jetzt 3 zusätzliche. Ich brauche, glaube ich, noch ein weiteres. Kriege ich hier eins hin? Das. Gut, jetzt mache ich auch noch eins hin. So, Banditen greifen auch noch an. Ja, das ist natürlich jetzt das Problem. Ich habe noch keine Soldaten. Die kommen auch noch von hier. Die
kommen irgendwie von überall her. Ach, du ahnst es nicht. Achso, nee, das ist ein Ort. Das ist ein Ort, aber hier werden auch irgendwo Banditen sein. Ja. In Ordnung. Folgendes natürlich. Wir brauchen Wachtürmer. Wachtürme. Sprich laut und deutlich. Nimm den Knoten aus dem Mund. Na, von wegen Wege und so. Da überlege ich gerade, wie habe ich denn hier so die welche Anknüpfungsmöglichkeiten habe ich denn hier? Ist das schlau, das so zu machen? Wahrscheinlich nicht. Ich mach's trotzdem und es ausprobieren. So, wir kriegen tatsächlich hier einen Weg hin. Das ist cool. Dann wird hier das Gleiche passieren. Ich brauche dringendst Soldaten. Ich bräuchte wahrscheinlich auch hier machen sehr viele Banditen Ärger. Da würde ich hier auch trotzdem nochmal auf Soldaten gehen. Bevor ich hier beispielsweise auf Wache umzwitsche oder so halt. Na, dann wird hier erstmal für eine entsprechende Soldatenschaft gesorgt. Ja, das muss erstmal so sein. Wie sieht es hier aus? 6 von 10 sind immerhin vorhanden. Das ist schon mal nicht verkehrt. Garnison, Militär, Entdeckerposten? Nein. Ich kann es mir auch nicht. Ah, Abenteuergilde, da bist du. Abenteuergilde. So, wir haben keine Fackeln. Da kommt ein bisschen was an leichte Rüstung an. Ich mache mal Folgendes. Ich gehe hier schon mal so auf 10 und muss natürlich jetzt der Holzwerkstatt sagen, sie soll gefälligst Fackeln produzieren. Werkzeugschmiede? Nee. Ich und meine Orientierung. Gildehaus ist auch nicht so ganz richtig. Es hilft nichts. Holzwerkstatt. Ich war fast nicht. So, Fackeln, wo seid ihr? Mach du da mal so 20 Fackeln und 20 Holzschilder und dann kannst du dich austoben. Mir gehen nämlich so ein bisschen hier die Banditen und so weiter, alles auf den Keks. Ich höre Kampfgeräusche. Oha. Und so ein Shit-Bandit an. Die sind ganz schön dreist. Die sind mehr als dreist. Holzsperre. Moment mal eben. Nee. Achso, nee, Holzsperre, das lasse ich erstmal. Brauchen wir auch, klar, ne, das ist aber jetzt nicht so brennend. Keine Ausbildung, ja, gut, alles schon gejagt. Oder verjagt, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Kann ich schon Leute rekrutieren? Habe ich hier einiges an Material? So ein bisschen. Das wäre diese Kompanie hier. Ich gehe da direkt mal auf 20. Auch wenn das Material dafür, also die Waffen und Rüstungen und so weiter noch nicht ganz reichen, aber in dem Fall hier die Schilde. Aber es geht erstmal nicht anders. Handelszentrum von anderer Fraktion entdeckt. Aufgaben sind nun verfügbar. Ja, das ist Zukunftsmusik. Ich habe jetzt erstmal andere Probleme.
Probleme genereller Art. Und jo, da muss ich mich drum kümmern. So, das funktioniert wenigstens schon mal gut. Wie sieht's hier aus? Achso, Getreidefarm wächst so ein bisschen vor sich hin, vor sich her. Nochmal die Holzwerkstatt. Eigentlich will keine bauen. Obwohl, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So, ja gut, Seil braucht man im Augenblick nicht. Soll ich eine weitere Holzwerkstatt bauen? Was sagt unsere Vorschlagsliste hier? Militärcamp fehlt noch. Steinmetz bräuchte ich auch noch einen weiteren. Wohnhäuser, die sind im Bau. Kohletagebau habe ich noch nicht. Wir brauchen Bauarbeiter, die müsste ich ausbilden. Werkzeug dafür herstellen und so weiter und so fort. Ja. Ja. Es gibt jede Menge zu tun. So. Oh, immerhin 3 Soldaten. Besser als nichts. Hier hat sich auch schon so ein bisschen was getan. Cool. Ich verstehe, ich verstehe. Ja. Wie sieht es denn mit Holz aus? Wäre ein weiteres Sägewerk vielleicht auch keine schlechte Idee? Da habe ich schon 2. Na gut, theoretisch können wir noch ein drittes bauen. Steinmetz. Beinbruch. Steinmetz. Ich meine, ich hätte mich so dunkel, kann mich dunkel entsinnen, dass ich sehr wohl gesagt hatte, irgendwie den will ich später bauen. Haben wir denn Mangel an Stein? Grenzsteine habe ich keine. Ja, dann sollte ich auf jeden Fall noch ein Steinmetz bauen. Das würde sich anbieten. Wen könnte man sogar hier so hinsetzen? Denn da weiß, der ist ein bisschen weit vom Schuss. Sowas, was Steine anbelangt, aber mal dort einfach mal. So, der soll aber dann schön Grenzsteine produzieren. Insofern macht da es Sinn, ihn dort zu haben. Ne, weil hier sind entsprechende Wachtürme. Und dann können die da direkt mit den Grenzsteinen versorgt werden. So. Soweit so gut. Ja, ja, also hier der die Insel hier, die ist nicht ohne. Das macht mir so ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe hier ein Diebeslager. Wie sieht es mit der Ausstattung aus? Hier mit 10 von 10. Das ist cool. 3 von 10 ist jetzt nicht so üppig. Hängt aber damit zusammen, dass ich hier noch nicht die richtigen Waffen in der richtigen Stückzahl habe. Ein paar Holzsperre existieren hier rum, mehr aber auch nicht. Der Waffenschmied.
Ich nehme nicht gesagt, er soll hier Dinge tun. Nimmt den direkt mal auch hier mal so 20 Einheiten vor, die er herzustellen hat. Abenteuergilde, wie sieht es hier aus? Okay. Erstmal folgendes. Ich brauche auch ganz dringend hier einen Wachturm. So. Damit wir uns auch in diese Richtung entsprechend ausweiten können. Ist ein bisschen hakelig mit dem Weg. Kriegen wir aber hin. So. Das kann so bleiben. Und, oh. Interessant. Okay. Machen wir das mal so. Damit ich mich in diese Richtung dann schon mal so ein bisschen ausweiten kann. Und hier ist natürlich die Frage, woher kommen die Banditen? Ich sehe hier irgendwie, also ein Stein mit, okay, also nichts Banditenmäßiges. Ein baufälliger Turm. Wir haben auch aus der Richtung, hier kamen irgendwie Banditen an. Bin mir relativ sicher. Ich höre auch hier irgendwelches Geschrei. Habe ich einen Entdeckerposten? Wahrscheinlich. Erkundung, Expansion, Wachturm, Entdeckerposten da unten. Ach, deswegen ist das hier schon soweit alles klar, ne? Weil ich die aber sehr wahrscheinlich... nee, habe ich nicht. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Von dem Entdeckerposten. Moment, wieder noch. Achso, ich muss den anklicken. So, da habe ich die entsprechende Nadel hingesetzt. Jetzt ist einfach mal so den Fokuspunkt. Dann würde ich den jetzt hier hinsetzen wollen. Und ein weiterer Entdeckerposten könnte hier entstehen. Na komm, ist egal, machen wir so. So. Und der Fokuspunkt käme dann beispielsweise erstmal da so hin. Schauen wir mal. Okay. Das ist immer noch relativ unterbesetzt. Dafür sieht es hier immer noch ganz gut aus. Und wir haben da Diebe. Gut, wir haben auf jeden Fall jede Menge zu tun. Immer noch. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir hier unsere Siedlung abgesichert bekommen. Das ist noch eine Riesenbaustelle. Da werden wir uns weiter mit beschäftigen dürfen. Aber erst dann ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit. Danke für eure Unterstützung, danke für deine Unterstützung und nochmal lieben Dank an User für diese doch sehr berechtigte Frage. Macht's gut, bis bald.